So, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Mittelerde Mordors Schatten. Aber ist der stärkste Krieger, den Mordor je gesehen hat. Das funktioniert leider nicht. Das funktioniert leider nicht, denn wir müssen immer noch, wie in der letzten Folge, die Unterstützer mit einer Schleichtötung besiegen. So viele von uns abgefangen. So. Zack. Schauen wir mal, wie lange wir die aufhalten können. Ah, da kommt der andere schon wieder. Boah, was geht denn hier ab? Oh Mann, der hat auch einen Special Move drauf. Oh shit. Okay, bewege das Symbol L im Kreis und drücke die angezeigte Taste. Okay, für den Konter. Ja. So. Oh, sehr geil. Wir haben ihn besiegt. Und wie? Mann, wir müssen uns unbedingt da unten dieses Teil holen. Komm her, du stinkender Mensch! Abstechen, so. Schauen wir mal. Kannst du uns was sagen? Vielleicht zu ihm? Nein. Zu ihm? Turmhorn. Blutreißer. Okay, gut. Alles schlecht. Sagst du uns noch was? Uns fehlt nämlich immer noch er. Nein, gibt's keine Info. Zack. Ruck, ruck. Okay. Alles gut. Okay, wir haben das Teil. Ich hab genug davon. Ich suche nicht mehr weiter. Wir müssen da hoch, Mann. Ah, wie mich das ärgert. Das funktioniert nicht gescheit. Ah, ärgerlich. Ich habe das Gefühl, seit dem letzten Patch, den ich hier runtergeladen habe, haut das nicht mehr so hin. Ist der Schienen? Ja gut, schön und gut. Wo ist er denn? Wir haben wieder viel zu wenig Leben und das sind viel zu viele Gegner. Das habe ich mir echt anders vorgestellt, ey. Ah, okay, gut. Versuchen wir mal. Den Lugash. Ja, natürlich. Krug, der Blutige, ist auch am Start. Dem sollten wir uns erstmal schnappen. Halte dich!
Die sind ganz schön aufmerksam jetzt. Genau in die Reihen der Gegner. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich hier nicht aus Versehen aus dieser Range rauslaufe. Beide am Start hab, das ist dann nicht so cool. Der Mörder ist weg. Hab heute keine Lust auf Ärger. Den Uruk habe ich eh gehasst. Der Mörder ist schon über alle Berge. Nein, den wollte ich doch gar nicht. Jetzt haben wir sie wieder an der Backe. Den wollte ich. Okay. Vielleicht habe ich nur schlechten Grog getrunken. Versuchen wir jetzt mal, ihn irgendwie Schaden zu machen. Nein, nicht ihn. Menschenabschaum! Steh still und stell dich mir wie ein wahrer Krieger! Schauen wir mal, Kollege. Mach dich bereit für deinen Tod! Lässt es wieder nicht zu? Ich muss hier wieder nach oben. Unbedingt. Sonst war's das. Der ist echt stark, dieser Lukas. Okay. Hier bewegt sich wieder mal nichts. Buggy-Angelegenheit, ey. Buggy-Angelegenheit. So. Was für eine Zeitverschwendung und Vergeudung von guter Haut. Okay, die Schleichtötung hat was gebracht. Beweg dich! Jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht wieder rauskomme. Wir werden siegen und du wirst sterben! Okay, das hier ist eigentlich eine relativ gute Position. Da kommen sie nämlich nicht hoch. Aber ich habe keine Pfeile mehr. Ich brauche unbedingt Pfeile. Genug davon! Der Mörder ist doch schon längst über alle Berge! Abgesehen davon ist der Lugasch nicht so geduldig. Ich kann mir nicht um jeden toten Uruk Sorgen machen. Gut, wir müssen uns Pfeile suchen. Das ist jetzt echt wichtig. Mit diesem Schleichangriff können wir relativ guten Schaden machen. Nervt langsam. Nie ist Grog hier. Hab gehört, wir würden woanders hingeschickt. Aber wir sitzen immer noch hier fest. Da drüben, komm mal rüber. Dort ist ein Pfeil. Jeder blinde Sklave ist ein schlechter Sklave. Und sollte ohne Gnade niedergestreckt. Okay. Wir sollten ein paar mehr Krieger am Grog aufstellen.
Dann kann Pogi nicht wegsaufen und der Tag ihn nicht hochjagen. Scheiße, Perspektive. Ah, Mann! So. Das hätte ich nicht tun. Rotblut! Nur einmal riechen und ich weiß, ich brauche dein Blut. Okay, gut. Kann man über ihn drüber springen? Ja, er ist noch nicht so fit. Oh, shit. Jetzt muss ich wieder überleben. Ah, Mann. Ah. Uruks jubeln mir zu. Ah, ärgerlich. Okay, wir bringen die Ork-Hierarchie wieder etwas durcheinander. Harz steigt auch nach und nach immer mehr auf. Ischmos, der Dunkle, auch okay. Okay, der ist unbekannt. Okay, gut, und hier kommt ein neuer. Yo. Wir versuchen es erneut. Ich verstehe diese Kräfte nicht, Geist. Ich verstehe nicht, was mit mir passiert ist. Aber ich werde jede Waffe einsetzen, die man mir in die Hände legt. Es gibt nichts, vor dessen Einsatz unser Feind zurückschrecken wird, um den Sieg zu erlangen. Wir müssen ebenso erbarmungslos vorgehen wie er. Genau deshalb starten wir jetzt hier. Feinde zu zerschmettern! Jawohl! Wir reißen ihnen die Glieder aus und fressen uns an ihrem... Das Duell, da mischen wir uns mal ein. Gorod, der Schmied, gegen Tugok, der Krieger. Uruks bekämpfen einander auf den Tod, um ihren Mut unter Beweis zu stellen und ihre Gegner aus dem Weg zu räumen. Wer auch immer flieht oder stirbt, hat das Duell verloren und der Gewinner erlangt Macht. Mische dich in das Duell ein, um Saurons Armee zu schwächen. Das machen wir, weil... Ich glaube, für diese ganzen Häuptlinge brauchen wir auf jeden Fall nochmal mehr geskillte Fähigkeiten und vor allem mehr gekaufte Geschichten. Das heißt, ich muss unbedingt hier so Nebenquests machen, um Mirian zu bekommen, um mir dann neue Runenplätze und so weiter zu kaufen für Schwert und meine Waffen. Sonst wird das Ganze hier ein Herumgeweibe noch schlimmer, als es ohnehin schon ist. So. Ich reiß dir die Augen raus und du heulst Blut. Was? Ich höre dich nicht. Red lauter, Schwächling. Okay. Schlag ihn nieder. Gorod, der Schmied, mit dem haben wir eh schon ein Problem gehabt. Menschenabzaum. Du bist zuerst dran, dämlicher Tag. Du bist ein Nichts. Das war's. Du kannst mir nicht anhaben. Das reicht. Lauf. Okay, gut gelöst und er flüchtet. Okay, er beansprucht den Sieg für sich, schön und gut. Mir!
Bleibt zurück! Ihr lernt hier noch was! So. Du dummer Narr! Lass dich nicht von ihm anfassen! So, Zeit zum Mann! Und den holen wir uns nämlich jetzt auch durch. Ich höre, du bist gefährlich! Ein guter Krieger! Ach, das ist alles ein Hauptschrack! Endlich ein richtiger! Die holen wir uns jetzt hier alle! Oh Mann! Okay, gut. Zerschmettert ihn! Diese verfluchten Berserker! Zerschmetter ihm die Kopf! Ich bin zu klug für diesen Trick! Denkst du, ich hätte den schon vergessen? So, okay, flüchtet. Dafür wirst du büßen. Nächstes Mal teile ich dich ab, Schaum. So. Euch kriegen wir jetzt auch noch. Tschüss. Okay, jetzt holen wir uns mal unsere beiden Trophäen hier ab. Einmal wunderbar. Der Hauptmann sagt, dass es in der Nähe Höhlen gibt. Er will wahrscheinlich, dass wir losziehen und ihm ein Graub fürs Mittagessen töten. Nochmal. Den holen wir uns als nächstes. So. Halt! Ich habe etwas gesehen. Okay, gut. Ich muss mich jetzt hier auch ein bisschen abreagieren, weil mich das jetzt vorhin mit dem Ludash, Lukdash, so heißt er, so genervt hat. Deshalb metzle ich jetzt hier noch ein bisschen. Ah ja, der Karagor, der kümmert sich um die Sache. Die Pfeile verschwenden wir nicht, die wir hier haben. Dort haben wir nämlich noch mehr. Die holen wir uns jetzt auch noch. Wunderbar. Das ist mal eine Mega-Schleichtötung, sag ich mal. So kann das weitergehen. Ein Sklave, haut ab! Das interessiert dich nicht mehr. So. Danke, Waldläufer. Tschüss. Seht, der Waldläufer. Du. Da sehen wir jetzt natürlich reichlich wenig. Luft
Tschüss. Ein toter Uhu. Diesmal bin ich dafür nicht verantwortlich. Ich sehe ihn! Da drüben! Okay. Den Karagor lassen wir dort auch. Ich will versuchen. Ich will versuchen, auf ihn zu reiten. So. Genau. Ich werde deine Leiche verschlingen, Karagor. Okay. Gut. Ah, der war zu stark, deshalb. Ein Karagor allein macht mir keine Angst. Der Sadist. Ihr werdet beide vor Schmerzen schreien. Freundchen, du bist ziemlich allein. Schwach wie ein Säugling. Das war's jetzt gleich. So. Okay, wunderbar. Der Karagor hat uns gut geholfen. Okay, wir haben ihn natürlich auch aufgezehrt kurz, um unsere Lebensenergie wieder ein bisschen aufzufüllen. Dort hinten können wir die Mission wieder starten dann. Also die Mission mit Lugdash. Und genau das tun wir dann auch. So. Gut. Wir haben Lugdash und vor allem sein Leibwächter in dieser Folge etwas genauer kennengelernt. Wir wissen, dass wir den Leibwächter durchaus besiegen können, aber wenn da so viele Gegner sind, wird es schwierig. Ich glaube, wir müssen fast versuchen, mit Hilfe dieser Spinnennäste, das sind keine Spinnen, das sind irgendwie Hornissen oder sowas, mit diesen Nestern, die gegnerischen Orks zu verjagen und den Hauptleuten dann Schaden zu machen und sie somit zu besiegen, wenn eben keine Ads da sind. Ja, das glaube ich wird die Taktik sein, das werden wir auf jeden Fall mal versuchen. In diesem Sinne beende ich die Folge an dieser Stelle und ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, wenn ihr vielleicht Tipps habt, Ideen habt, wie das Ganze funktionieren kann, rein in die Kommentare, ich freue mich sehr. Ja, gut, wie gesagt, in diesem Sinne, bis bald.